Jetzt kommt die Auflösung zu Fläche und Umfang eines Kreises. Wir haben uns da das letzte Mal angeschaut, das Verhältnis Umfang zu Durchmesser und haben festgestellt, das ist immer die gleiche Zahl, nämlich Pi. Das macht uns das Leben einfach, weil wenn wir den Umfang wissen wollen, tun wir schlicht und einfach Durchmesser mal Pi rechnen. Oder wenn ich den Radius gegeben habe, Umfang ist 2 mal der Radius mal Pi. Und das letzte Mal haben wir uns auch angeschaut und festgestellt, dass die Fläche von einem Kreis L Quadrat mal Pi ist. Manchmal ist es doch einfacher, wenn der Durchmesser gegeben ist, dass wir uns überlegen, wie heißt die Formel, wenn der Durchmesser da ist. Naja, Fläche ist gleich, der Radius ist der halbe Durchmesser zum Quadrat mal Pi. Und wir haben uns das auch schon öfters einmal angeschaut. Klammern auflösen, funktioniert dann so: Zähler zum Quadrat durch Nenner zum Quadrat. Und das mal Pi schreibe ich einfach da hinten auf den Bruchstrich drauf. Das war's eigentlich schon. Mehr gibt's da nicht zum Sagen.